Moin Leute, Trimax hier. Willkommen zum allerersten FIFA 23 Pack Opening überhaupt. Ich stand leider bei EA auf der schwarzen Liste. Ich krieg das Game nicht wie alle anderen. Ich habe es jetzt 3 Stunden später über 80 Kontakte bekommen. Ultra der Krampf. Wir sind jetzt drin. Wir gehen böse rein. Wir haben 1000 Euro aufgeladen. Ich möchte wieder das beste Team der Welt haben. Solution hat schon die Ikone gezogen. Die anderen ziehen die ganze Zeit. Leute, wir sind jetzt hier mit Amar, Eli, Sid, Willi, Erne, Monte, Danny und noch mehr Leuten. Hier werden jetzt 1000 Euros verzogen. Man zieht alle 6000 Euro eine Ikone. Die 35.000 Euro, die ich letztes Jahr ausgegeben habe, sind weg, okay? Das Geld ist weg. Das Geld, was hier reingesteckt wird, ist immer weg. Ihr zieht kein Messi, ihr zieht keinen Cristiano Ronaldo und Mbappé, ihr zieht keine Ikonen. Das ist unfassbar krasse Abzocke. Deswegen ist EA so sauer, weil ich das in jedem Intro sage. Ich hoffe ganz doll, dass ihr das Ganze nicht nachmacht. Ganz viele Leute spielen Free-to-Play, Road to Glory, ziehen sich die Openings bei den Streamer rein und fein ist. Ich weiß noch nicht, wie man den Walkout erkennt, aber das werden wir schnell rausfinden. Es gibt eine neue Animation, die soll noch süchtiger machen. Die seht ihr da oben mit der Zahl, die steigt. Mickey dieses Jahr auch Road to Glory, finde ich sehr geil. Wir sind einfach drin. Ich fasse es nicht. Ah, ein Freispiel. Guck mal, ich habe ein Freispiel bekommen schon. Direkt in meinem 7. Spiel ein Freispiel. Nice. Hoffentlich können wir gleich noch die Leiter nach oben pushen. Die anderen haben mich alle ausgelacht, weil ich nicht spielen konnte. Oh. Alter, der Walkout ist ab 86, ne? Also, kann mir jetzt noch jemand erklären, wie ich das erkenne? Die Kamera kommt von links bei 88 plus. Ah. Noch ein Freispiel. Wow, nice. So möchte ich euch das Spiel noch süchtiger machen. Neben der Treppe links und rechts leuchten die... Diese kleinen Lampen links und rechts neben der Treppe, die jetzt aus sind, oder? Und die anderen Lichter hinten. Mir geht es ja darum, das möglichst früh zu erkennen. Oh, das von links! Das ist 88 plus! Das erkenne ich! Brasilien? Ja, Ederson. Guck, das erkenne ich. 88 plus erkenne ich schon. Die habe ich schon drauf. Ja, das ist gut. Super, mitnehmen. 89er. Ich warte von links. Oh, was ist da, hä? Wieso kam die Kamera nicht von links? Ich denke, bei 88 plus kommt die immer von links. What? Das ist nicht immer so. Ah, das ist nicht immer so. Max, halt's Maul. Was denn? Ja, wir haben mitbekommen, dass du Van Dijk gezogen hast. So schnell bekommt ihr das mit? Geh wieder in Mute. Nee, ich wollte erstmal gucken. Digga, Max ist drin und sofort Van Dijk. Du hältst das Maul, Digga, Danny. Du bist der größte Schmutztyp hier auf dem Discord, Digga. Das ist Quatsch, das ist Quatsch. Du kommst hier rein, Holz rum. Kein FIFA, Eli, gib dein Schwanz, ich nur. Dann mach doch. Dann hat er das Spiel, dann ist er im Full-Mute. Und der einzige Mal, dass er da rauskommt, ist, wenn er die scheiß Ikone zieht. Frankreich, ZDM. Conti. Oh, ich hab einen Inform. Einen englischen Inform. Oh Gott. Wer hat Kanté gezogen? Diamond. Wird aber noch steigen. Kanté, Staubsauger. Ist Maguire eigentlich wirklich schlecht oder ist das nur so fürs Meme und er macht manchmal Patzer? Aber insgesamt ist er doch ziemlich gut. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Bruder. Echt nicht? Oder ist es englische Liga, die verfolge ich jetzt nicht so krass. Also viele schreiben, der ist wirklich kacke. Bei mir auch gerade. Der Arme. Er ist echt moch. Oh, der Arme. Oh, hier kurz was. Walkout. Was, Haaland? Gute Frage. Alter, Sterling! Super! Nee, Max ist ein Stecker. Echt? Ist er das? Ist ein Trojaner, Max. Ist ein Trojaner. Nee, 90er Pace, 86er Dribbling, der muss viel wert sein. Lass los, Max. Lass los. 28, oh. Oh, wohl, nimm mal mit. Ja, nimm mal mit. De Bruyne, muss ich aber auch sagen, mag ich als Spielertyp auch sehr, Digga. De Bruyne war schon immer ein Allrounder, Digga. Ich finde ihn gut bei Manchester City. Wo hat er vorher gespielt? Max, Arsenal. Nee. Aber war gut, oder? Nee. Ist zwar falsch. Nee, ich weiß, ist falsch, aber ist trotzdem cool von mir. Nein, wo hat er denn vorher gespielt? Weiß ich nicht. Bei Wolfsburg in der Bundesliga, Digga. Halt's Maul, der hat Bundesliga gespielt. Ja, und die Idioten haben den abgegeben und er ist zum einer der weltbesten Mittelfeldspieler geworden, Digga. Digga, was? Aber der hat doch 91 in FIFA, wieso haben die den abgegeben? Weil die stinken, Max, weil die stinken. Das ist ein Board. Nee, das ist kein Board, das ist Rodri, 87. An dem Feuerwerk, aber das kommt doch erst voll spät. Ui, der ist zwar nicht schlecht. Aber wir müssen noch mal eine alte Diskussion jetzt aufnehmen, Max. Wie geht die? Die haben wir letztes Jahr gehabt, kannst du dich noch dran erinnern. Welche Diskussion? Hast du schon mal einer Partnerin, also ne, auch aus der Vergangenheit, mal Sexspielzeug benutzt? Alter, da kommst du einfach wieder. Ja. Die Frage habe ich doch schon letztes Jahr so gut umgangen. Ja, ich habe, Digga, vor 3 Tagen wurde mir der TikTok-Clip davon wieder empfohlen, Digga. Ey, mir tatsächlich auch. Kein Witz, ich hab's glaube ich vor 2 Wochen oder so gesehen. Jetzt ist Zeit, die Frage zu beantworten. Reden wir mal nicht über deine jetzige Beziehung, weil das wäre respektlos. Sondern wir reden aus den Beziehungen davor. Naja, wir sind seit 7,5 Jahren zusammen, da war ich... Wie alt war ich da? Ne? Also von mir kriegst du keine Antwort raus.
Okay, dann stelle ich dir eine andere Frage. Hast du dir schon mal Sexspielzeug ins Arschloch gesteckt? Nee? Bei einem weiß ich selber, bei einem Mann. Ja, wo denn sonst? Jetzt Nasenloch oder was? Also nee, das habe ich in der Tat noch nicht gemacht. Warum? Ja, eine Frage für ein Schulprojekt. Ja, stark. Ich überlege die ganze Zeit, was man sich an den Arsch schieben sollte. Also ich verstehe die Frage auch nicht ganz. Sexspielzeug war die Frage. Ja, was macht das Sexspielzeug? Das vibriert wahrscheinlich. Im Idealfall vibrieren, ja. Hast du dir schon mal selber einen Arschhaar gezogen? Arschhaare gezogen? Ja, so dass du irgendwie an deiner Arschritze gekratzt hast oder so und einfach mal einen Arschhaar gezogen hast, um zu gucken, wie lang das ist. Also das nicht, nee. Aber man benutzt ja ab und zu einen elektrischen Rasierer, damit es nicht zu viel wird, ne? Also du rasierst dir das Arschloch? Nee, das nicht, aber so, ich sag mal, der Bereich zwischen Hintern und der Damm. Und Hodensack, der Damm, der ist schon, also das ist ja aber auch bei jedem Typen gefühlt eine unendlich haarige Angelegenheit, stimmt's? Ja, also ja. Ist bei dir noch nicht der Damm gebrochen? Nee, der ist nicht gebrochen. Ja, ich muss sagen, wer sich das Arsch passiert hat, noch nie die Horny-Story gehört. Also, wie war nochmal die Horny-Story? Also, ich muss sagen, bei mir ist zwischen Hodensack und Poloch, also der Damm, gar nicht so stark behaart. Aber echt? Dafür halt aber der Hintern oder das Arschloch auf jeden Fall gut. Was zum Fick? Elias, moin. Hallo Max. Der Assi hat einfach Roberto Carlos geschossen für nur 400.000 und der Kost hat letztes Jahr 1,5 Millionen gekostet. Ich bin gebrochen. Danny rasiert. Eli, sag es. Naja, nee, nicht. Den 86er? Den 88er. Gekauft. 88er Roberto Carlos für 424.000. Digga. Ich hab gegen Broski geboten die ganze Zeit. Er hat sich auch eingekauft an den anderen auf dem Markt. Boah, das ist nicht schlecht. Max, das war das Beste, was du gezogen hast? Virgil? Nee. Wer wäre nochmal mein Bester? Der, als ich reinkam, Van Dijk. Van Dijk und Ederson. Was kostet Van Dijk? 100.000. Van Dirk? Oh. Also Virgil hast du nicht gedämmt. Dein Bester war Van Dijk, nicht Virgil. Bestes ist Virgil. Van Dijk war mein Bester. Ja. Ich hab da krass. Heißt der Virgil Van Dijk? Woher soll man das wissen? Wer heißt denn Virgil? Ich dachte, das verarscht mich. Der heißt Virgil van Dijk. Das kann ich mir auch nicht ausdenken, Alter. Ja. Eiken und Roberto Carlos und bis. Alter, Hernandez von Bayern. Guck mal. Ja, es gibt. Als der Rechtsverteidiger war, der war einfach irgendwann 1 Million wert. Oh, Oblak, was? Oh. Oder 90. 89 nur noch. Virgil. Alter, Lukaku, guck mal. Kann der was? Das ist voll krass, was du aufgezählt hast, was man nicht ins Gefängnis mitnehmen darf. Waffen. Ja, das war Respekt. Waffen, Drogen, kein Deo. Nein, das habe ich so gesagt, weil der Typ kam zu uns. Ey, ihr müsst eure Handys abgeben und ihr müsst alle Waffen und Drogen hier reintun. Und dann denke ich mir so, Digga, wer hat denn Waffen und Drogen mit und gibt das dem Wärter? Weißt du, was ich meine? Stell dir vor, ich hätte ein Kilo Gras dabei und ein Messer. Das gebe ich denen dann doch nicht. Das ist doch ein ganz normaler Polizist. Und kannst gleich da bleiben. Ja. Vielleicht können noch ein paar reinkommen. So. Oh, mit Feuerwerk hier. Oh, Alexander Arnold. Wer? Alexander Arnold. Oh, Alexander. Nice. Tabak Icon. Was ist das für ein Vorname, das ist? Alexander? Nein. Das sind beides Nachnamen. Oh, nochmal direkt mit Leuchten hier. Oh, direkt back-to-back Trippier. Oder Trippier oder keine Ahnung. Trippier. Langsam kann ich das nicht mehr retuschieren. Entweder muss ich mir jetzt fucking Haare implantieren lassen. Oder nur noch. Oh, Müller! Ist das gut? Nee. Ja. Entweder Haare implantieren machen oder halt Glatze oder super kurze Frisur. Okay, und was zahlst du beim Friseur? Auch unterschiedlich. Mein teuerster kostet 60 und mein günstigster 15. Ist noch da, wenn du willst, komm vorbei. Hm? Jetzt ernst? Von links! Meine Kamera kommt von links! Oh, ist ein Walker. Hä? Aber kam doch von links, Digga. Von links ist 88 plus. Doch. Oh, jetzt kommen hier die Bordspiele ineinander. Du nicht? Walkout? Oi, groß! Wow! Oh. Was kostet der? Bad? 140.000! Der 88er? Ja, das ist es. Da ist das erste Invest. So schnell geht das? Weiß ich jetzt nicht. Doch, haben alle gesagt. Mitnehmen. Der wird steigen. Der war letztes Jahr auch schon viel krasser. Starkes Invest? Ich sag ja. Ey, Wahnsinn, wir haben genau 1.000 Euro ausgegeben. Genau 1.000 sind weg. Bestes war Virgil van Dijk. Ja, das ist es.
Das Team habe ich mir für 1000 Euro gekauft am ersten Tag. Eine Menge Geld. Ja, Formation ist falsch. Alles Spiel ist falsch. Ich wollte nur zeigen, das ist so die Puls. Die Icon habe ich nicht gezogen, die habe ich mir gekauft als Invest für nur 600.000. Die wird noch über 1 Million steigen. Das habe ich mir nur als Invest geholt. Also bester Pull Van Dijk. Ja, das ist es. Böse abgezogen. Monte wurde noch mehr abgezogen. Alle haben hier gezogen wie Sau. Hunderte Euros. Alles mies. Alle 6.000 Euro zieht man eine Ikone. Ich glaube, als gesamtes Team hier alle zusammen haben wir 6.000 Euro ausgegeben. Der Einzige, der eine Ikone gezogen hat, ist Danny, also Solution, mit David Beckham. Und das ist ja auch nicht die beste Ikone. Sehr krass. Schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Macht es auf gar keinen Fall nach. Ich habe dafür 1.000 Euro gezahlt. Da kannst du ein bisschen Free-to-Play spielen, hast das gleiche Team. In sehr schneller Zeit, okay? Finger weg vom Aufladen. Brutal. Böse, also was ist los? Ich finde es sogar ganz gut, dass ich heute nichts gezogen habe, damit die Leute das mal checken. Ich bin jetzt noch im Stream. Ich lade direkt wieder auf. All das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich verkaufe noch meine Positionsmodifikatoren. Du musst doch gucken, wo rein ich investiere. Das ist der nächste Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.